Hallo und herzlich willkommen bei Frau Janik probiert's aus, probier es auch. Und heute probiere ich einen super leckeren Hefekuchen. Heute mit Zwetschgen. Ihr könnt natürlich wählen, was ihr möchtet. Der ist super einfach gemacht, ohne Aufgehzeit. Dann richtig lecker saftig wird er. Ich habe viele Tricks für euch, wie ihr Zucker einsparen könnt. Und da drauf kommen leckere Streusel aus Cashews. Richtig lecker, müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Und wie das jetzt geht, das zeige ich euch jetzt. Als erstes gebt ihr den halben Hefewürfel in eure lauwarme Milch und ganz wichtig ist, dass ihr lauwarme Milch verwendet und niemals heiße, denn bei heiße stirbt die Hefe und bei kalter Milch ruht sie. Während der Hefewürfel jetzt da drinnen aufweichen kann, machen wir schon mal weiter mit den trockenen Zutaten. Da gebt ihr zuerst die Mehlmischung in eure Schüssel, dann anschließend den Zucker eurer Wahl. Ich habe jetzt hier Kokosblütenzucker, dann eine Prise Salz und das Ganze wird erstmal gut mit dem Schneebesen verrührt. Jetzt könnt ihr noch die Hefe mit der Milch vermischen, kräftig rühren, damit die ganze Hefe wirklich aufgelöst ist. Jetzt gebt ihr das Milch-Hefe-Gemisch zu euren trockenen Zutaten dazu, dann kommt noch ein bisschen Butter dazu, beziehungsweise pflanzliche Butter habe ich hier verwendet, die am besten zimmerwarm und dann lässt sich das Ganze super mit der Hand verkneten, einfach so lang kneten, bis ein Teigbeulen entsteht und kein Teig mehr am Schüsselrand klebt. Jetzt kommt der Teig in eure mit Backpapier belegte Springform, dann einfach schön platt drücken, einen Rand hochziehen, so ungefähr 3 cm hoch, ein bisschen mit der Gabel einstechen und dann erstmal beiseite stellen. Jetzt geht es weiter mit den leckeren Streuseln und dafür braucht ihr Haferflocken, die gebt ihr in euren Mixbehälter, dann kommen noch Cashewkerne dazu und das Ganze wird erst einmal zu Mehl gemixt. Dann kommt noch ca. 1 Esslöffel Kokosöl hinzu und die Süße eurer Wahl da, am besten eine flüssige Süße. Ich habe jetzt hier Kokosblütensirup, ihr könnt zum Beispiel auch Ahornsirup verwenden oder ähnliches. Das Ganze wird jetzt wieder von Hand geknetet, so lange bis ihr einen Bollen erhaltet und den stellt ihr jetzt auch erstmal beiseite. Jetzt geht es weiter mit den Zwetschgen und die habe ich gewaschen, die werden entsteint und geviertelt. Dann mache ich eine Mischung aus Wasser und ein bisschen Natron. Das Ganze badet dann für ein paar Minuten, so ungefähr 5 Minuten darin. Und das bewirkt eben, dass es die Säure entnimmt. Also das Natron ist ja basisch und das bewirkt dann eben, dass wir weniger Zucker im Kuchen brauchen. Jetzt sind unsere 3 Komponenten fertig. Jetzt könnt ihr die Zwetschgen schön auf dem Kuchen verteilen, anschließend dann die Streusel oben drauf geben und dann ist das auch schon fertig für den Backofen. Wenn der Kuchen dann fertig für den Backofen ist, dann kommt er in den kalten Backofen, damit der Hefeteig dann nochmal gehen kann. Ganz wichtig, dann stellt ihr den Ofen auf 180 Grad ungefähr und dort bleibt er circa für 20 bis 25 Minuten. Ja, ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. So ganz einfach könnt ihr also Hefeteigkuchen herstellen mit viel weniger Zucker, keine Aufgehzeit. Und für das, dass es ein Hefeteigkuchen ist, finde ich, ist der Aufwand echt ganz okay. Und die leckeren Streusel dürft ihr wirklich nicht vergessen. Diese Cashews machen das unglaublich lecker. Müsst ihr also unbedingt mal ausprobieren. Außerdem sind die natürlich auch gesünder als die normalen Streusel. Es sind ja Haferflocken drin und gute Fette durch eben diese Cashews. Ich hoffe, euch hat das Rezept richtig gut gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das freut mich natürlich sehr. Ich freue mich dann natürlich auch, wenn ihr auf meinen Blog geht, mir Kommentare hinterlässt. Wie immer findet ihr dort natürlich auch alle Mengenangaben zu dem Rezept. Und ja, und wenn ihr mir Fotos schickt, da freue ich mich auch umso mehr immer drüber. Vielen, vielen Dank dafür. Das geht auch am besten über Instagram. Da könnt ihr den Hashtag FrauJanik nutzen. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich immer riesig. Und jetzt freue ich mich auf meinen Kuchen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Janik.